Es ist nicht das erste Mal, dass Pia Retzbach seine Ehefrau betrügt. Aber es ist das erste Mal, dass er dabei heimlich von einem Privatdetektiv gefilmt wird. Guck mal einer an. Das glaubst du ja nicht. Unglaublich. Da bist du uns ja schön in die Falle gelaufen. Der feine Herr Retzbach. Für den Anfang nicht schlecht, Baby. War schon ein bisschen mehr als nicht schlecht. Aber Anfang ist gut. Das Schöne ist, du hast gar keine Ahnung. Nein, du darfst hier nicht rauchen. Das ist ein Nichtraucherzimmer, Baby. Echt? Ja. Weißt du, ich habe meiner Frau gesagt, dass ich das ganze Wochenende geschäftlich unterwegs bin. Ja, und? Hat sie es geglaubt? Glaub schon. Man sollte Frauen nie unterschätzen. Ach, die ist so naiv, die hat keinen blassen Schimmer. Ja. Der Ehemann irrt sich. Im selben Moment greift der Detektiv zum Hörer, um den Anwalt seiner Ehefrau zu informieren. Seinen Auftraggeber, Rechtsanwalt Stefan Lukas. Ich danke Ihnen schon mal, danke. Ja, wieder an. Ja, das war der Bönig, der Privatdetektiv. Also, jetzt steht's fest. Ihr Mann betrügt Sie. Willst du einen Whisky? Nee, danke. Feierabend. Aber ich hol mir einen. Doch der Privatdetektiv hat noch lange nicht Feierabend, denn der Ehemann entdeckt die versteckte Kamera. Ist irgendwas? Mm-mm. Weißt du, ich hätte jetzt richtig Lust auf ein eiskaltes Bier. Holst du mir vielleicht eins? Wärst du so nett? Wozu gibt's den Zimmerservice? Ich möchte aber nicht, dass wir hier gestört werden. Na schön. Bis gleich. Bis gleich. Sieh mal einer an. Eine Kamera. Der Ehemann will verhindern, dass die Bilder der versteckten Kamera das Hotel verlassen und engagiert einen Mitarbeiter, der die Aufnahmen sicherstellen soll. Es gibt einen guten Grund, warum der 42-Jährige die Beweise für seine Untreue vernichten will. Es geht um viel Geld. Das Testament Ihrer Tante, da seid ihr ganz klar, dass Sie nur erben, wenn Sie mit Ihrem Mann zusammenbleiben. Es sei denn, Sie haben einen triftigen Grund für eine Scheidung. Und genau so einen triftigen Grund haben wir jetzt. Meine Tante ist überaus religiös. Und sie selbst war mit ihrem Mann, meinem verstorbenen Onkel, 45 Jahre lang verheiratet. Sie schwört auf die Ehe. Jetzt liegt sie im Sterben. Laut den Ärzten hat sie noch 2 bis 3 Monate zu leben. Aber das bedeutet, ich muss ihr, solange sie noch lebt, beweisen, dass mein Mann mich betrügt. Ja, und das tut er. Das wissen wir jetzt. Und das werden Ihre Tante beweisen. Es geht mir ja gar nicht um das viele Geld. Jetzt mal nicht so bescheiden. Also, Sie gehen nicht arbeiten, wie Sie mir gesagt haben. Sie brauchen doch Geld. Ich hätte ja gern gearbeitet, aber mein Mann wollte das nicht. Mir würde ja ein kleines Auskommen reichen, aber bei einer Scheidung würde ich von meinem Mann überhaupt nichts bekommen. Das haben wir alles im Ehevertrag ausgeschlossen. Ja, und dass Sie sich gütlich einigen? Ich meine, diese Paintballhalle Ihres Mannes, die scheint doch recht viel Geld abzuwerfen. Mein Mann würde einer Scheidung nie zustimmen. Dafür ist er so besitzergreifend. Der würde mich nie gehen lassen. Ihn verlässt man nicht. Der Handlanger des untreuen Ehemanns ist im Hotel eingetroffen, um die Aufnahmen der versteckten Kamera zu suchen. Der Privatdetektiv erscheint ihm aufgrund seines Equipments verdächtig. Ja, ich glaube, das war mal so, du. Bin mir sicher. Ah ja. Haben Sie Angst vor Ihrem Mann? Das ist nicht einfach. Mein Mann schlägt mich. Er ist schon öfter gewalttätig geworden. Haben Sie mal überlegt, Ihren Mann anzuzeigen?
Sie sollten das über... Nein, Sie müssen das überlegen. Er würde doch alles abstreiten. Und wer glaubt mir denn schon? Er ist doch der sympathische, nette Geschäftsmann. Ohne Beweise hat das alles keinen Sinn. Aber so kann es nicht weitergehen. Also mit Verlaub, Sie müssen sich von Ihrem Mann trennen. Sie müssen Strafanzeige erstatten. Davonlaufen hat doch keinen Sinn. Ich helfe Ihnen dabei. Ich verspreche, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Und wenn ich als Anwalt an meine Grenzen stoße, haben wir auch noch den Herrn Böhnisch, den Privatdetektiv. Wir müssen jetzt erstmal Ihrer Tante klarmachen, dass dieser triftige Grund vorliegt, sich von ihrem Mann zu trennen, sodass sie trotzdem erben. Ja, Sie haben recht. Es gibt ja sonst sowieso keine Alternative, glaube ich. Ich verspreche Ihnen, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit Sie zu Ihrem Recht kommen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie ein neues Leben beginnen können. Ohne gewalttätigen Mann. Danke. Stefan Lukas ahnt nicht, dass sein Privatdetektiv in höchster Gefahr ist und mit ihm die Beweisbilder, die der Anwalt so dringend für die Scheidung seiner Mandantin braucht. Thorsten Böhnisch telefoniert mit seiner Schwester. Ja, natürlich kannst du auf der Couch pennen. Er merkt nicht, dass ihm jemand heimlich folgt. Ich sollte dich wann nochmal abholen? Alles klar. Okay, bis später, krieg ich hin. Tschüss. Hey! Stefan Lukas ist sofort dem Hilferuf des Detektivs gefolgt, der auch schon die Polizei informiert hat. Herr Böhnisch. Oh, hallo, Mensch, Lukas. Sie machen Sachen. Geht's? Oh, ja, gucken Sie mal. Gibt bestimmt eine richtig fette Beule. Dann können Sie ausgehen, ja? Oh Gott, und heute Abend kommt noch meine Schwester. Hören Sie zu, seien Sie mal froh, dass nicht mehr passiert ist, ja? Oh, naja, recht haben Sie ja. Das ist die Polizei. Hallo. Guten Tag. Guten Tag zusammen. Haben Sie uns gerufen? Ja, wir haben Sie gerufen. Beziehungsweise ich. Kannst du den Krankenwagen? Nee, es passt schon, danke schön. Und Sie sind Zeuge? Nein, ich bin auch gerade dazugekommen. Rechtsanwalt Stefan Lukas, Herr Böhnisch und ich, wir arbeiten nur hin und wieder zusammen. Gibt es denn überhaupt Zeugen? Nee, ich befürchte nicht. Oh, ich war ganz allein hier auf der Straße. Ja, schau dich mal um. Sehr ruhige Wohngegend und dennoch ein klassischer Raubüberfall. Können Sie den Täter irgendwie beschreiben? So, eigentlich überhaupt nicht. Der kam ratzfatz von hinten und hat mir einfach eins übergebraten. Mehr war da nicht, aber entschuldigen Sie uns beide mal kurz, bitte. Danke. Also, Herr Lukas, das kann kein Zufall gewesen sein. Derjenige hat mein Portemonnaie und meine Uhr hat er noch nicht mal angerührt. Der hatte sich ausschließlich nur auf das Equipment und den Laptop mit den bekannten Aufnahmen abgesehen. Bekannte Aufnahmen? Das heißt, Sie haben heimlich gefilmt, oder was? So laut. Sie haben heimlich Aufnahmen gemacht. Ach, ja, klar. Wir brauchten doch eindeutige Beweise für die Tante der Mandantin. Und die waren so eindeutig, die Beweise. Gut, also, entweder war es jetzt zufällig überfallen worden oder Ritzbach steckt dahinter. Mal blöd gefragt, konnte er denn mitbekommen, dass er heimlich gefilmt wird? Naja, ein gewisses Restrisiko besteht auf jeden Fall, dass er die Kamera rausgefunden hat. Na gut, die Polizei hat ja recht. Also, es ist eine ruhige Wohngegend, Sie werden überfallen und dann wird Ihnen kein Geld abgenommen. Das fällt ja auf. Naja, eben. Das kann nur er gewesen sein. Ja, warten wir mal. Die Herren, ich glaube, ich hätte da doch jemanden im Verdacht. Einen gewissen Herrn Per Retzbach. Okay. Der wohnt zurzeit in der. Ach, Herr Lukas, wie ist das? Mit Zwiebel. Siebelstraße, ich hab's wieder. Siebelstraße 12. Ja. Und wie kommen Sie darauf, dass es dieser Herr Retzbach gewesen sein könnte? Naja, er war zusammen mit mir im gleichen Hotel. Ja, kurz darauf wurde ich überfallen. Also, das liegt auf jeden Fall nahe, dass er es war. Und Sie hatten also Ärger mit ihm? Ja, also könnte man es nennen. Okay, wir prüfen das. Jetzt aber noch mal zu den Fakten. Mhm. Was wurde Ihnen denn gestohlen? Also, eigentlich nur mein Laptop und mein ganzes Equipment. Und Geld? Nee, mein Geld habe ich noch. Okay. Wir werden gleich mal ein paar Kollegen bei Herrn Ritzbach vorbeischicken. Aber wir bräuchten vorher noch Ihre Personalien. Na klar. Bitte schön. Ja. Also hören Sie mal, wenn wirklich der Retzbach dahinter steckt, dann schwebt seine Frau in Gefahr, und zwar in akuter Gefahr. Er ist gewalttätig.
Ich schlage Folgendes vor. Ich fahre mal zur Mandantin und ich warne sie, okay? Ja, gute Idee. Und ich fahre noch mal ins Hotel und schaue, ob die Kamera wirklich gefunden hat. Gut, kann ich sie allein lassen? Ja, kriegen wir hin. Sie passen auf sie auf. Mach ich sie auf sich auch, ja? Okay, bis später. Escort-Lady Claire Dubois hat von der versteckten Kamera gar nichts mitbekommen und will sich nach dem Schäferstündchen noch ein ausgiebiges Bad gönnen. Der Privatdetektiv muss einen Weg finden, in dem Zimmer nach der versteckten Kamera zu suchen. Zimmer, Paris. Zimmer, Paris. Der Detektiv informiert den Anwalt, der gerade auf dem Weg zu seiner Mandantin ist. Sie schwebt in höchster Gefahr. So, Herr Bönig, ganz kurz. Ich lege es jetzt mal wieder aufs normale Handy, ja, von der Freispielanlage weg. Kleinen Moment bitte. So, also jetzt noch mal ganz kurz. Sie waren also in dem Hotel, ja? Ja, und die Kamera ist weg. Ich meine, dann muss ja der Hetzbach da gewesen sein, die Kamera gefunden haben und mitgenommen haben, oder? Diese Frau hat geduscht, während Sie im Zimmer waren. Jetzt, Herr Bündig, ganz kurz, das ist wichtig. Haben Sie wirklich überall geschaut? Die Kamera war wirklich weg, ja? Okay. Mist. Herr Hetzbach ist zu Hause, ja? Ich stehe gerade hier vor seinem Haus. Meine Mandantin ist auch da. Ich schau mal lieber, dass hier alles einigermaßen gut läuft. Wir reden später. Tschüss. Auf mich angesetzt, du Schlampe. Ja, ich weiß nicht, von was du redest. Das weißt du ganz genau, aber ich verspreche dir, du verlässt mich nicht. Bitte. Kein Cent hast du ohne mich, verstehst du? Den Fehler wirst du bitter bereuen, du. Der jähzornige Ehemann glaubt, dass sich jemand an seinem Auto zu schaffen macht. Tatsächlich lockt Stefan Lukas ihn mit diesem Trick aus dem Haus, um seine Mandantin in Sicherheit zu bringen. Wo bist du, du Drecksau? Komm raus, du Feigling! Frau Hetzbach. Bitte kommen Sie schnell! Lukas! Bitte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Nein, ich bleib hier. Ich hab Angst, ich kann nicht. Scheiße! Sie bleiben nicht hier. Wenn Sie jetzt mitkommen, erwischt Sie Ihren Mann nicht. Doch, der schneidet uns halb tot. Sie kennen meinen Mann nicht, aber ich kenne ihn. Der rastet aus und Sie sind dann auch dran. Wirklich, bitte, ich bleib hier. So, wenn ja nur ein Kratzer drauf ist. Wenn ja nur ein Kratzer drauf ist, mach ich ihn fertig. Schauen Sie mich an. Es wird nichts passieren, solange ich da bin, wird dem Mann dir nichts antun. Aber wir müssen jetzt verschwinden, bitte. Oh, okay, ich nehme nur meine Tasche. Nein, keine Tasche. Die ist gleich hier. Okay, jetzt schnell, bitte, Ihr Mann kommt schon wieder. Schnell. Das ist das Auto. Kommen Sie rein. Okay. Sabine! Was ist das jetzt für eine Scheiße? Bienchen! Bienchen, mein Schatz! War doch nicht so gemein, das kriegen wir doch alles wieder hin! Verdammt nochmal, wenn du nicht sofort herkommst, weiß ich sowas von fertig! Sabine! Das war Rettung in letzter Sekunde.
Stefan Lukas konnte die tyrannisierte Ehefrau aus der Schusslinie bringen. Doch wie geht es jetzt für die verängstigte 34-Jährige weiter? Ich nehme an, Herr Böhnisch wird auch gleich da sein. Alles okay? Geht schon, danke. Was soll ich denn jetzt machen? Na gut, ich meine, nach Hause können Sie nicht. Haben Sie eine Idee, wo Sie sich vielleicht, naja, verstecken könnten, wo Ihr Mann Sie nicht finden kann? Ich weiß nicht. Ich muss nachdenken. Ist ja der Herr Böhnisch. Herr Böhnisch. Hallo, Tim. Grüß Sie, Frau Retzbach. Hallo. Sorry nochmal, dass Ihr Mann die Kamera gefunden hat. Alles okay? Ja, Herr Lukas kam ja zum Glück rechtzeitig und hat das Schlimmste verhindern können. Na ja, gerade läuft gar nichts rum. Sie wurde von Ihrem Mann überfallen. Ach, das auch noch? Ja. Ach Mensch, das tut mir so leid, Frau Retzbach. Da können Sie ja nichts dafür. Was ist denn passiert? War das mein Mann? Also, wir gehen davon aus. Mhm. Ja, davon gehen wir aus. Irgendwie muss es wohl so gewesen sein, dass er die Kamera entdeckt hat und dann Herrn Böhnisch gefolgt ist, ihn niedergeschlagen hat und die Kamera an sich genommen hat, das ganze Equipment. Und naja, blöd ist, die ganze Beweismaterial ist jetzt futsch. Ja. Tja. Aber was ist denn, wenn ich mal mit Ihrer Tante spreche? Ich meine, ich kann ja bestätigen, dass Ihr Mann Sie betrogen hat. Ich weiß nicht, ob das genug Beweise für meine Tante sind. Ich meine, habe ich sie engagiert und sie könnte denken, dass ich sie für die Aussage bezahlt habe. Naja, das macht schon Sinn. Ja, aber irgendwas müssen wir doch machen. Oh, Moment mal. Ja, Böhnisch hier. Ja. Bitte? Eine gewisse Frau Claire Dubois? Nee, ich habe noch keine neuen Beweise. Ja, wir hören voneinander. Bis dahin. Ist ja komisch. Es war die Polizei. Sie waren gerade beim Herrn Retzbach. Der gute Mann hat ein Alibi für die Tatzeit. War wohl mit einer gewissen Frau Claire Dubois die ganze Zeit im Hotelzimmer. Claire Dubois, das klingt aufregend. Kennen Sie die irgendwie? Sagt der Name Ihnen was? Nein, nein. Und wenn ich wüsste, wer die Geliebte meines Mannes ist, dann würde ich sie nicht brauchen. Ja, logisch. Also ich meine, diese Frau lügt entweder, dass sie die Balken biegen oder ihr Mann hat sie einfach die Finger nicht schmutzig gemacht und hat jemanden beauftragt, sie niederzuschlagen. Das würde Sinn machen. Ja, dann werde ich doch mal hingehen und mich an die Dame ranmachen, um zu schauen, ob an dem Alibi was dran ist. Dann machen Sie sich mal ran. Aber bitte, vergessen Sie vor allem eins nicht. Klären Sie mal ab, ob diese Dame, die Frau Dubois, vielleicht bereit wäre, der Tante gegenüber zu bestätigen, dass sie mit Herrn Retzbach intim war. Ich meine, ich glaube auch nicht so recht, dass der Tante das reichen würde. Aber wenn doch, dann wären wir nicht auf die Aufnahmen angewiesen. Wäre natürlich gut. Super, so machen wir's. Ich bin weg. Ja. Ja. Also, tschüss. Kommen Sie. Super, danke schön. Okay, alles klar, dann bis gleich. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo, Kurierdienst. Ich hätte hier ein persönliches Päckchen für Frau Claire Dubois. Mhm. Ich war schon auf ihrem Zimmer, aber ich habe sie dort leider nicht antreffen können. Könnten Sie mir vielleicht mal weiterhelfen? Moment, ich schau mal kurz nach. Das ist lieb von Ihnen, danke schön. Auf diesen Namen ist hier gar kein Zimmer reserviert. Ja, der Absender meinte, sie würde in Zimmer 27 wohnen. Ich meine, vielleicht kann es auch sein, dass es auf den Namen Retzbach gebucht worden ist. Oh, tut mir leid. Also darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben. Naja, verständlich. Ach Mann, nur zu dumm. Ja, der Absender meinte, es wäre sehr wichtig und sie müsste das auf jeden Fall heute noch bekommen, das Päckchen. Kann ich vielleicht weiterhelfen? Vielleicht. Der Herr ist vom Kurierdienst. Er hat ein Päckchen für eine Frau Claire Dubois. Was ich ihr persönlich übergeben muss. Oh. Schon mal gehört, den Namen? Die Dame habe ich eben gesehen. Sie ist in den Außenbereich gegangen. Na ja, perfekt. Dann klappt es ja doch noch mit der Übergabe. Dankeschön. Warten Sie, warten Sie. Ich kann Sie gern hinführen. Nein, nein, alles schick. Ich bin schon groß genug. Aber ich schaff das schon. Danke. Frau Dubois? Ja? Ich bin Privatkurier und hätte hier ein kleines Päckchen für Sie. Na, dann geben Sie mal her. Na, bitteschön. Ich kann dich nicht vergessen. Süß. Kein Name, keine Unterschrift? Von wem kommt das? Oh,
hieß der Herr denn noch? Ich glaube, ich habe den Namen vergessen. Aber er meinte, Sie wüssten auf jeden Fall, was mit dem Päckchen anzufangen ist. Leider nein. Wie sah der denn aus? War der so nicht ganz so groß, braune Haare? Ja, ich glaube, das kommt hin. Ach, jetzt fällt mir der Name auch wieder ein. Der hieß irgendwie Per Retzlaff? Ah, Per Retzbach? Ja, richtig, den meine ich. Ja, der war ja vorhin noch da. Komischer Typ. Erst kommt die Polizei wegen dem Kunden und jetzt ein Privatkurier. Ich glaube, mit dem stimmt was nicht. Sie sagten gerade Kunden? Ihnen kann ich es ja sagen, weil ich Sie so sympathisch finde. Hm. Wissen Sie, ich eskortiere einsame Männer. Sie verstehen? Verstehe sehr gut. Und Sie sind doch bestimmt von der Polizei oder Ähnliches. Die Nummer mit dem Privatkurier nehme ich Ihnen nämlich nicht ab. Frau Dubois, Ihnen kann man aber auch gar nichts vormachen, oder? Ich bin Privatdetektiv. Und was wollen Sie von mir? Sie sind also Eskortdame. Also führen Sie keine persönliche Beziehung zu Per Retzbach? Nein, ich habe den vorher noch nie gesehen. Ich kenne ihn nur vom Foto. Er hat mich nämlich nicht selbst bestellt. Mhm. Aber vergessen Sie es, ich möchte nicht über meine Kunden sprechen. Vielleicht könnte mein Freund hier Ihnen weiterhelfen. Ich glaube nicht. Das geht mich nichts an. Sie sind aber auch hartnäckig. So einen hätte ich noch, aber dann bin ich blank. Ich muss von Ihnen wissen, bis wann Sie mit dem Herrn Retzbach im Hotelzimmer waren. Also ich glaube, das war so gegen 5:30, als er abgehauen ist. Und Sie waren die ganze Zeit alleine da? Ja. Also ich war einmal ganz kurz draußen und habe ihm ein Bier geholt an der Hotelbar, aber das waren halt nur ein paar Minuten. Und Sie sagten, Sie hatten ein Foto von dem Herrn Retzbach? Ja, das habe ich von seiner Schwester bekommen. Ich war nämlich ein Geschenk an ihren Bruder. Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, klingt schon komisch, ne? Aber wissen Sie, in meinem Metier ist halt nichts normal. Ja, also er sollte auf jeden Fall nicht wissen, dass ich Escort-Dame bin. Naja, schon klar. Aber von seiner Schwester? Ja. Wie ungewöhnlich ist das denn? Wissen Sie denn, wie die gute Dame hieß? Ja, Sabine. Mhm. So, blond, Mitte 30, normale Figur? Ja. War's das jetzt? Ja, leider noch nicht ganz, Frau Dubois. Würden Sie in einer Rechtsangelegenheit bestätigen, dass Sie sexuellen Kontakt mit Per Retzbach hatten? Also ganz bestimmt nicht. Haben Sie eigentlich noch nie was vom Ehrenkodex gehört? Naja, aber ein Versuch war es ja wert. Schade. Aber danke schön. Sie haben mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag. Danke. Ihnen auch. Tschüss. In der Zwischenzeit hat Sabine Retzbach einen sicheren Unterschlupf gefunden.